zu dem dazugehörigen auch Antrag. Tagesordnungspunkt 5 einreiche es hier. Fraktion Die Linke bitte zur Einbringung. Und in der Fraktionsrunde dürfen die Freien Wähler heute starten. Ja, Mattis, los geht's. Vielleicht ist es hier doppelt da und die haben die falsche geöffnet. Könnte ja sein. Mein bloß auf Ende. Nur die eine. Sehen Sie, jetzt war das war's. So. Ja. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, die Sächsische Zeitung hat bereits gestern über den heute zur Abstimmung stehenden Antrag berichtet, relativ ausführlich. Vielen Dank dafür. Und sie berichtete unter anderem, und das möchte ich jetzt mal zitieren, weil es ja sehr typisch ist. Deutliche Kritik kommt von der FDP. Fraktionschef Holger Zastrow, es ist ein ganz gefährlicher Antrag. Ich warne die Verkehrsbetriebe vor einer Unterstützung. Der Antrag der Linken sei ein Angriff auf das Auto und den kompletten Individualverkehr. Zastrow, ich habe Angst, dass sich die gute Grundstimmung für die DVB abschwächt, wenn der Weg des Miteinanders verlassen wird. Zitat Ende. Herr Zastrow, mehreres dazu. Das Erste, wenn man anfängt zu drohen, dann deutet das darauf hin, dass die Argumente langsam ausgehen. Und das, was Sie hier machen, das ist eine ziemlich unverhohlene und unverschämte Drohung an dieser Stelle, abgesehen davon, dass Sie hier einen Popanz aufbauen, weil ich werde jetzt gleich was dazu sagen, worum es in dem Antrag geht, im Angriff auf den Individualverkehr ganz gewiss nicht. Das Zweite ist, Ihre Aussage verdreht gerade dazu das Anliegen. Nicht die DVB könnte unseren Antrag unterstützen. Wie sollte sie das tun? Unterstützen können unseren Antrag hier ausschließlich Stadträtinnen und Stadträte. Sondern wir unterstützen ein Anliegen der DVB. Diese Folie, die ich Ihnen jetzt habe einblenden lassen, ich entschuldige mich für die Verletzung des Copyrights, stammt aus einem Folienvortrag der DVB, den sie unter anderem in unserer Fraktion gehalten hat, aber sie war damit, glaube ich, auch in vielen anderen Fraktionen, sie war damit im Ausschuss, sie war in der Anhörung und ist bei vielen Gelegenheiten damit aufgetreten. Sodass ich mal davon ausgehe, viele von Ihnen kennen das, was dort aufgezeigt ist. Dort ist nämlich haarklein dargestellt, was man mit kleinen Maßnahmen, ich erspare Ihnen den Vortrag, nur die Übersicht, was man mit kleinen Maßnahmen auf ganz konkreten Strecken der DVB machen kann, um den Verkehr zu beschleunigen. Auf ganz konkreten Strecken, ganz konkrete kleine Maßnahmen, bauliche Maßnahmen, verkehrsorganisatorische Maßnahmen, keine großen Umbaumaßnahmen, wirklich kleine Sachen.
Und das ist so konkret, dass es eigentlich, sagen wir mal, relativ einfach sein müsste, es zu tun. Und jetzt komme ich zu dem Punkt. Die DVB unterstützt nicht unseren Antrag, weil unser Antrag geht gar nicht in diese technischen auf diese technischen Details ein. Wir sind gar nicht diejenigen, die sich anmaßen, besser zu wissen, was an welcher Stelle notwendig ist, um den Verkehr der DVB zu beschleunigen, sondern unser Antrag sagt etwas ganz anderes. Diese Maßnahmen, davon kenne ich einige bereits seit Jahren. Solange ich im DVB-Aufsichtsrat bin, wird über manche dieser Maßnahmen bereits geredet, wenn ich da an Marienbrücke denke oder anderes. Das heißt, es wird seit Jahren darüber geredet, dort ist Potenzial, was zu heben ist, und seit Jahren passiert nichts. Sondern es wird im Ping-Pong-Spiel zwischen Stadtplanung, anderen beteiligten Bereichen der Stadt und der DVB immer wieder vor sich hergeschoben. Und dann werden solche Reden gehalten wie von Herrn Sastrow und dann wird er gleich noch mal weiter verschoben. Und das können wir uns nicht leisten. Es geht nämlich dabei nicht darum, dass die Leute dann anschließend das Gefühl haben, wenn die Maßnahmen umgesetzt werden, sie würden jetzt deutlich schneller durch die Stadt fahren. Darum geht es überhaupt nicht. Damit sind keine Beschleunigungen zu erreichen, die, sage ich jetzt mal nennenswert, die Qualität der DVB aus der Sicht des Fahrgastes verbessern werden. Die Beschleunigungen, die damit zu erreichen sind, sind für den Fahrgast kaum messbar. Aber sie bewirken etwas anderes. Sie bewirken verteilt auf den gesamten Umlauf einer Strecke, auf den Straßenbahn- oder den Busumlauf, dass genau auf diesen Strecken jeweils ein Fahrzeug eingespart werden könnte. Ein Bus oder eine Straßenbahn nicht mehr benötigt würde, samt dem dazugehörigen Personal und samt der dazugehörigen Betriebskosten und so weiter. Und das ist der eigentliche Effekt. An dieser Stelle kann die DVB Geld sparen, wirklich Geld sparen, ohne irgendetwas an der Verkehrsqualität zu verschlechtern. Das ist der Punkt. Und dieses Potenzial müssen wir unbedingt heben. Und dafür bitte ich Sie um Unterstützung, dass das beschleunigt wird, dass das künftig schneller geht, wenn die Stadtplanung und die DVB an bestimmten Punkten übereinkommen. Das machen wir so. Dann soll es gemacht werden. Und nur dann, wenn es Stellen gibt, wo man sich nicht einigen kann, dann sollen die politischen Gremien damit behelligt werden, auf dass sie sich dann im Detail damit befassen. Wir wollen genau nicht das tun, was bisher der Fall war, dass überall ewig lange über jede dieser einzelnen Maßnahmen gelabert wird, sondern dass diese Dinge endlich umgesetzt werden. Vielen Dank. So, jetzt steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Wird Freie Wähler das Wort gewünscht? Nein? Dann CDU, Herr Böhm. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich anfange, noch mal einen kurzen Seitenhieb auf Kollegen Kühn. Sorry, aber hier uns was erzählen zu wollen von schlechter ÖPNV-Anbindung in Pieschen und in der Neustadt, das ist was vom Pferd. Sorry, das funktioniert nicht beim On-Demand-Verkehr, das ist ganz dünnes Eis. Jetzt rede ich, Kollege Lichti. Ruhe! Können Sie ihn bitte zur Ruhe rufen? Herr Lichti, er ist dran. So, jetzt kommen wir mal zu dem, was der Kollege Mattes hier gesagt hat. Fangen wir mal damit an. Kleine Maßnahmen. Und warum streiten sich Verwaltung und DVB seit vielen Jahren über die Punkte? Und warum sieht der Kollege Mattes, dass das so eine einfache Sache wäre? Kollege Mattes ist kein Autofahrer, kennt die Problematik überhaupt nie, die sich an den Stellen für Autofahrer zukünftig ergeben werden. Und gehen wir mal auf ein paar Punkte ein hier. Stauffenbergallee, das müssten Sie wissen. Wir haben diskutiert ohne Ende, wie wir mit dem Knoten Stauffenbergallee, Ecke Königsbrücker Straße umgehen. Das wird ganz schwierig werden, den Verkehr dort abzuwickeln. Sie wissen es auch aus dem Aufsichtsrat, dass die DVB dort erst ein Gutachten machen lassen will, ob überhaupt die Busspur funktioniert. Das Thema Flügelweg ist ebenfalls schwierig, weil eine hohe Beaufschlagung da ist. Das Thema Schillerplatz,
Da muss zum Schluss die DVB aufpassen, dass sie sich nie am Ende vom Stau anstellt, wo sie gar nicht mehr an den Autos vorbeikommt. Also das sind Themen, die sind nicht so simpel umzusetzen, wie Sie das hier dargestellt haben. Nichtsdestotrotz sehen wir, das hatte ich vorhin schon gesagt, natürlich einige von den Punkten, was sich die DVB da wünscht. Damit kann man sich befassen, das muss untersucht werden. Und dann werden wir uns dazu verhalten. Und jetzt zu Ihrem Antrag. Wir werden den aus fachlichen Gründen ablehnen. Punkt 1 zielt auf die Einrichtung einer Taskforce zwischen DVB und Verwaltung ab. Sie wissen ganz genau, dass es die mittlerweile schon gibt. Insoweit ist der Punkt erledigt und überflüssig. Punkt 2 möchte, dass die Verwaltung für die Umsetzung der Forderungen der DVB, beispielsweise nach Busspuren und Gleisfreihaltung, den rechtlichen Rahmen weit ausschöpfen soll. Entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung trifft die untere Verkehrsbehörde nach fachlichen Ermessen und nicht nach den Wünschen aus dem politischen Raum oder von der DVB. Insoweit ist dieser Punkt schon rechtlich fraglich. Wir haben gerade gelernt, im Zusammenhang der letzten Stadtratssitzung, als es darum ging, bei einem anderen Thema, ich glaube, da ging es um einen Antrag der AfD zum Thema mit den nicht geimpften Mitarbeitern im Krankenhaus, dass uns die Verwaltung klar gemacht hat, dass rechtliches Ermessen nicht unsere Sache ist, sondern Recht ist Recht und da gibt es einen Spielraum und dann endet das. Punkt 3. Soll der Stadtrat oder der Oberbürgermeister zum Letztentscheider werden, wenn sich DVB und Verwaltung nicht einigen können? Sie haben mich ja nicht zitiert, aber deswegen sage ich es nochmal. Wenn gleich manche Kollegen glauben hier, dass Stadträte alles können, egal ob Fußballtrainer oder Verkehrsplaner, sollten die fachlichen Entscheidungen von den wirklichen Fachleuten im Stadtplanungsamt und in der Verkehrsbehörde getroffen werden. Aus unserer Sicht müsste diesen Punkt der Oberbürgermeister schon aus rechtlichen Überlegungen widersprechen. Der Punkt 4 betrifft Berichtspflichten über vorgenommene und geplante Maßnahmen. Dazu braucht es keines Beschlusses, sondern entsprechende Unterrichtung im Bauausschuss. Und diese können wir auch so erwarten. Punkt 5 betrifft mögliche Finanzierungskosten. So anfallende Kosten nicht im Haushalt von DVB oder Stadt Dresden gedeckt sind, muss die Verwaltung sowieso den Stadtrat informieren und um Zustimmung nachsuchen. Somit bedarf es dieses Antrags nicht. Ich würde gerne die Verwaltung bitten, insbesondere zu den Punkt 2 und 3 sich noch mal zu äußern, inwieweit diese Punkte überhaupt rechtlich zulässig sind und überhaupt in der Zugriffshoheit des Stadtrates sind. Danke. Wird Bündnis 90 Die Grünen das Wort gewünscht? Sieht nicht so aus. AfD, Herr Laczynski, nein? Dann machen wir da hinten dran. Jetzt sind wir durch. SPD das Wort gewünscht? Nein. FDP das Wort gewünscht? Nein. Die Sie denn? Herr Dr. Schulte, wir sammeln. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Netz. Ja, ein Antrag, der Bus und Bahn beschleunigen soll, zumindest mittelbar, finde ich gut, finden die Dissidenten gut. Warum ist das gut? Warum ist es gut, die Bahngeschwindigkeit zu beschleunigen? Erstens natürlich ein bisschen die Fahrzeit. Ich komme schneller von A nach B und das macht natürlich die Bahn attraktiver. Wichtiger ist jedoch die Pünktlichkeit. Denn wenn die Bahn nicht in den Stoßzeiten irgendwo hängen bleibt immer oder der Bus im Stau stehen bleibt, dann kommt der Bus pünktlich an. Und wir leben ja in Deutschland. Und in Deutschland sind der alle, egal, auch der Anarcho, mag es gerne pünktlich haben. So, die Bahn soll pünktlich kommen, der Bus soll pünktlich kommen. Deswegen ist Pünktlichkeit wichtig. Und der dritte Punkt, warum Geschwindigkeit wichtig ist, ist Geld. Herr Mattes hatte es schon eben an die Wand geworfen. 2 Millionen mehr Einnahmen, wenn man das Programm der DVB umsetzt. 2 Millionen Euro mehr Einnahmen, die wir nicht irgendwo anders ausschwitzen müssen. Ja, wo Herr Krüger nicht irgendwie sagen muss, wir Untergang der Welt, wenn wir aus dem Haushalt Geld dazugeben oder sowas. Ja, das sind 2 Millionen mehr, die wir einfach so bekommen und wir sparen 1 Million ein. So. Also 3 Millionen netto, die wir sparen und die Maßnahmen sind von der DVB mehr oder weniger fertig aufgeschrieben. Herr Mattes hatte ja die Präsentation dazu gemacht und wenn wir das umsetzen, das sind auch Maßnahmen, die halt kurz- und mittelfristig umsetzbar sind, dann ist das gut. Ich möchte
Eine Sache, das ist jetzt kommt was Lustiges, ja? Weil es immer heißt, hier Flügelweg Kotter, dann geht auch die Welt unter. Das ist ganz knifflig, das wird überhaupt nicht funktionieren. Das war gut mit dem Fax. Aber vielleicht in der Zwischenzeit erzähle ich mal, warum auch Autofahrer und Autofahrende, warum die sozusagen dafür sein sollten, dass andere Menschen umsteigen auf Bus, Bahn, Fuß und Fahrrad. Ja, es geht nicht darum, den einzelnen Persönlichen, auch der oder diejenige, die mit dem Auto fahren muss, wirklich fahren muss, vom Auto wegzukriegen, sondern es geht darum, dass möglichst andere Leute umsteigen auf das, die dann nicht im Auto vor einem sind. Oder anders gesprochen, seit ungefähr 10 Jahren, seitdem ich kein Auto mehr habe, stehe ich zumindest nicht mehr im Autostau vor ihnen. So, und davor habe ich das jeden Tag getan, weil davor war ich ein Auto-Junkie. So, also. Hier sehen wir besagte Kreuzung und wie Sie sehen, 1, 2, 3 Spuren und eine Spur wird nicht benutzt. So, jetzt kann mir keiner erzählen, dass die Welt wirklich untergeht, verkehrlich untergeht, wenn wir auf einer dieser Spuren Bus schreiben. Ja? Es sind jetzt 2 Spuren da, eine wird nicht genutzt und wenn die nicht genutzt wird, dann Busspur ist. Da rechts ist auch eine abgestreifte Dings, natürlich. Wollen wir wetten? Wollen wir wetten, dass um die Kurve auch eine abge... Na gut, es ist egal. So, ich bringe nächstes Mal, wenn es dann darum geht, das volle Bild mit. Rechts ist dann auch abgesperrt, allerdings in der Mitte der Straße. Es ist genügend Platz da. Und man kommt ja zweispurig von der Flügelwegbrücke, kommt man da lang und man kann... Bitte? Ja, es sind sogar 3 in der Mitte, ne? Doch? Ach Mensch, egal. Also, ich habe alles gesagt, Beschleunigung ist gut. Und wenn wir uns, ich habe auch fest zur Kenntnis genommen von der CDU, dass man sich über die einzelnen Maßnahmen doch sinnhaft unterhalten möchte im Ausschuss in der DVB. Das werte ich mal als gutes Zeichen. Und von daher schenke ich Ihnen meine letzten 34 Sekunden. Dankeschön. So, jetzt war Wortmeldung gewünscht. Bündnis 90 Die Grünen, wer war es? Frau Kaspari, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, wir hatten eine Anhörung zur Finanzierung des öffentlichen Verkehrs in Dresden. Und da war eine Sache, fand ich ganz spannend. Da hat Herr Zieschank gesprochen. Er war mal im Vorstand der DVB, also niemand, der keine Ahnung hat. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, was der Kernbereich der Finanzierung der DVB ist. Er hat gesagt, die Beschleunigung. Er hat gesagt, langsam ist teuer und unattraktiv. Das finde ich ziemlich passend zu diesem Antrag der Linken. Beschleunigung, das hat uns die DVB schon in zahlreichen Präsentationen, Broschüren und so weiter vorgestellt. Wir brauchen uns dazu nichts auszudenken. Da brauchen wir keine Fachleute zu sein, wir können es einfach umsetzen. Beschleunigung bedeutet Geld sparen und Fahrgäste gewinnen. Geld sparen, na, das wäre doch nicht schlecht. Wir haben ein Finanzierungsproblem, also sollten wir das vielleicht mal machen und dann damit eben den Haushalt nicht so stark belasten müssen. Das können wir über Beschleunigung erreichen. Und wir können damit Fahrgäste gewinnen. Denn langsam fahren ist unattraktiv. Da hat Herr Zieschank natürlich recht. Wer will schon gerne rumstehen? Attraktiv ist schnell fahren. Unattraktiv ist...
nicht attraktiv ist, wenn das Auto den öffentlichen Verkehr ausbremst, wenn eine Straßenbahn in der Spitzenstunde stehen muss, obwohl eine Autoschlange 2 Kilometer lang ist, wenn Sie 30 Stundenkilometer lang fahren. Überlegen Sie mal, wie viele Leute in dieser Straßenbahn sitzen in einer Spitzenstunde, die alle warten müssen, bis da vorne die 1, 2, 3 Autos abgebogen sind. Das finde ich unattraktiv. Pendlerströme nehmen zu ins Umland. Es wird Zeit, dass wir uns darum kümmern, dass das weniger wird. Schleichverkehr in die Wohngebiete wächst entsprechend. Menschen wollen ihre Straßen neu nutzen. Handwerker, soziale Dienste und viele mehr, die die Straße brauchen, die einfach mit dem Auto fahren müssen, weil es anders nicht geht, die stehen im Stau und die Lebensqualität nimmt ab. Aber Beschleunigung ist attraktiv, genau wie Herr Zieschank es gesagt hat. Dazu brauchen wir eine Attraktivierung, ein Wechsel vom Auto zu Bus und Bahn. Wir müssen dafür die Bedingungen verbessern für Bus und Bahn. Wir brauchen eigene Spuren, wir brauchen freie Fahrt über die Kreuzung, wir brauchen Pulkführerschaft beim öffentlichen Verkehr, überall in Dresden. Wir müssen Wechselanreize setzen und damit gewinnen wir. Wir gewinnen damit, dass die Straße dann frei ist für die, die die Straße brauchen, die, die pünktlich ankommen müssen, wie soziale Dienste, Handwerker oder irgendwelche Notfalldienste und so weiter. Deshalb ist es dringend notwendig, die Beschleunigungsmaßnahmen jetzt umzusetzen. Und deshalb unterstützen wir den Antrag der Linken. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldung, Herr Pinkert, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Damen und Herren Stadträte, ich gebe selten der Frau Kaspari recht, aber hier hat sie mal recht. Beschleunigtes Verfahren, also beschleunigter Straßenbahnverkehr, Bus, ist schöner, ist keine Frage, ist nicht so schön, wenn man im Stau steht. Da frage ich mich natürlich, kennt ihr selber Haltestelle Brockwitzer Straße in Betrieb genommen, bis die Häuser stehen? Der Herr Engel hat ja auf mich eingeschlagen, weil er eben doch nie aus dem Bau kommt, bis Häuser stehen, dauert eine Weile. Ja, dort haben wir jetzt im Moment gerade entschleunigt. Ne? Die andere Geschichte ist, ich fand es sehr gut, der Herr Böhm hat ja darauf eingeschlagen, hat viele wahre Sachen gesagt. Das Komische ist dann immer bloß im Aufsichtsrat oder dann hier bei der Stadtrat, wenn Beschlusssachen dann da sind, entweder tun wir uns dann enthalten oder tun doch zustimmen, obwohl wir genau wissen, dass es falsch ist. Ne? Aber das Beste fand ich eigentlich, dass der Herr Mattis hier vorne steht, dann der Zweitverwerter hier, der Herr Dr. Schulte-Wissermann, und eine Präsentation hier herausschmeißen, die eigentlich gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war, weil die Verwaltung an der Vorlage für uns alle arbeitet. Das müssten eigentlich alle Fraktionen wissen, weil die Leute bei allen Fraktionen waren, auch bei uns. Ja? Also, da muss man mal dazu sagen, wir sind grundsätzlich auch dafür, dass Bus und Bahn nicht im Stau stehen und dass insgesamt Stau abgebaut wird, weil egal, ob die Bus, Bahn oder PKWs im Stau stehen, es verzögert, ja? Es hat mehr Emissionen und sie verlieren Lebenszeit. Das ist ja ganz klar. Es muss eben bloß verkehrspolitisch korrekt sein, dass man sagen kann, es bewegt sich ganz Dresden. Ja? Wir wollen vielleicht nicht ganz so stark beschleunigen wie die Frau Kaspari mit der Straßenbahn und Bus auf 70 km/h. Das wird dann im Ernstfall beim Bremsen kritisch, ohne Schallensitze und Sicherheitsgurt, aber trotzdem. Und noch als letzte Bemerkung, ich freue mich wieder mal hier im Rat zu stehen, in der schlimmsten Pandemie aller Zeiten. Eigentlich fast vollzählig. Also danke an die Gesunden und die Geimpften. So, wird weiterhin das Wort gewünscht. Schlusswort notwendig. Dann Herr Mattis und dann am Abschluss nochmal für die Verwaltung Herr Kühne für die Frage, die gestellt worden ist. Bitte schön. Oberbürgermeister, zunächst mal etwas vielleicht auch für die Technik. Die Rednerinnen und Redner sind heute ganz schwer zu verstehen. Ich fürchte, das geht Ihnen bei mir genauso. Ich habe meine Vorredner kaum verstehen können. Vielleicht könnte man in der Technik in der Pause etwas nachregulieren. Gut, zur Sache. Herr Böhm
Sie haben ja dasselbe jetzt hier versucht zu erzählen, soweit ich es verstanden habe, wie das, was Sie auch schon im Ausschuss gesagt haben. Also Sie drehen sozusagen den Sinn des Antrages rum. Natürlich weiß ich, dass es schon eine Arbeitsgruppe gibt, wo man zusammensitzt. Unser Anliegen ist es auch nicht, die Arbeitsgruppe in Taskforce umzubenennen. Es ist uns völlig schnuppe, wie die heißt. Sondern worum es uns geht, ist sozusagen die Bearbeitung der Sachverhalte extrem zu beschleunigen, dass es nicht mehr über Jahre vertrödelt wird, die kleinen Sachen, die gemacht werden können, sondern dass sie endlich umgesetzt werden können. Das ist ja das, worum es im Kern geht. Und dazu wollen wir die Verwaltung ausdrücklich ermächtigen. Wir wollen eben genau nicht in jedes Detail reinreden. Das ist doch das, was Sie machen, sozusagen bei jeder konkreten einzelnen Stelle ein bisschen mitreden wollen und dann noch was erzählen. Und wissen Sie, worum es geht? Ich habe es ja gesagt, es geht weniger darum, dass die Fahrgäste merken, dass es jetzt alles deutlich schneller wird. Ich glaube, 4 Minuten Einsparung oder 6 Minuten auf die ganze Strecke, das nimmt man als Fahrgast gar nicht wahr. Aber es geht darum, Geld zu sparen, weil im Umlauf weniger Fahrzeuge gebraucht werden. Das ist die Sache, worum es geht. Und da wird rumgejammert, wenn möglicherweise dadurch, dass die Straßenbahn grün kriegt, ein Autofahrer vielleicht ein paar Sekunden länger rot hat. Das ist das große Drama, was Sie draus machen. Oder wenn man an einer Stelle, wo der Bus fahren soll, eben leider nicht parken kann, sondern woanders in der Nähe parken muss. Das ist das große Drama, was Sie draus machen. Und mit dieser Masche verzögern Sie seit Jahren sozusagen diesen Prozess. Und was dazu führt, dass sozusagen die Dresdner Verkehrsbetriebe bei gleicher Verkehrsleistung deutlich mehr finanziell aufwenden müssen, als es eigentlich notwendig wäre. Und das wollen wir verändern und das ist der Kern des Antrags. Das Interessante ist, im Stadtentwicklungsausschuss hat es ja geendet wie immer in der Sapaz-Situation. In einem Ausschuss hat der Antrag eine Mehrheit gefunden und zwar relativ überraschend für uns im Finanzausschuss. Und das gibt mir zu denken, dass wir auf der richtigen Spur sind. Wenn man es nämlich mal konsequent unter unserer finanziellen Situation betrachtet, dann kann man gar nicht anders als diesem Antrag zustimmen. Und deshalb bitte ich Sie, folgen Sie dem Finanzausschuss und stimmen Sie dem Antrag zu. Dankeschön. So, jetzt Herr Kühn nochmal. Also es ist tatsächlich so, dass wir eine Lenkungsgruppe ÖPNV-Beschleunigung haben, gemeinsam als Stadtverwaltung mit den Dresdner Verkehrsbetrieben. Wir haben die nicht Taskforce genannt, aber die Intention ist die gleiche wie im Antrag beschrieben. Es war die Frage gestellt, ob insbesondere Punkt 3 rechtlich umzusetzen ist. Herr Böhm hat zutreffend beschrieben, dass viele einzelne Maßnahmen dann verkehrsrechtliche Anordnungen sind, das heißt Zuständigkeit der Straßenverkehrsbehörde. Es ist aber andererseits auch wiederum so, dass in der Vergangenheit der Stadtrat zum Thema ÖPNV-Beschleunigung schon Beschlüsse gefasst hat. Ich denke nur an das Thema Bevorrechtigung des ÖPNVs an Ampeln, an Kreuzungen. Und dass natürlich Beschlüsse oder Beschleunigungsmaßnahmen auch mit finanziellen Auswirkungen verbunden sind. Also man muss zunächst erstmal investieren, das sind Kosten. Und auch hierfür sind wir dann an einem Punkt, wo dann am Ende auch der Stadtrat wird entscheiden müssen. Ich will noch mal darauf eingehen, ganz kurz, wie ist die Erschließung ÖPNV in Pieschen und in der Neustadt. Das hatten wir im Rahmen des Mobi-Shuttles diese Unterlagen ausgereicht. Wir haben 16.300 Einwohner, die im Stadtgebiet nicht mit ÖPNV erschlossen sind. Das heißt, die Straßenbahn ist mehr als 300 Meter entfernt oder der Bus ebenfalls. Und von diesen 16.000 erreichen wir mit dem Projekt Mobi-Shuttle 3.500 Menschen, davon 1.100 in der Neustadt, die nicht erschlossen sind, 800 in Pieschen-Nord, die nicht erschlossen sind und 300 in Trachau. Auch das gehört ja bekanntlich zu Pieschen. Insofern sind auch diese beiden Stadtteile im Fokus einer Verbesserung der Erschließungsqualität. Und für Pieschen und Klotzsche kann man sagen, dass der ÖPNV-Anteil dort nur 17% beträgt und somit im Stadtvergleich unterdurchschnittlich ist. Insofern ist dieses Bediengebiet des Mobi-Shuttles, glaube ich, sinnvoll ausgesucht. So, und jetzt kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht.
Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Vierunddreißig Ja, 30 Nein, keine Enthaltung. Damit wird ihm so zugestimmt. Wir setzen